Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. In der Schweiz passiert etwas ganz Faszinierendes. Wir sind daran, über ein gesichertes Grundeinkommen abzustimmen. Das heißt, jeder Schweizer kriegt Geld dafür, dass er hier in der Schweiz lebt. Und das ist etwas ganz Fantastisches für Anleger. Warum ist das so? Nun, wenn mehr Geld an die Armen verteilt wird, wird mehr konsumiert. Das heißt, die Unternehmen machen mehr Umsatz und deshalb auch mehr Gewinn. Und das bedeutet für die Aktionäre, dass sie eine höhere Rendite erzielen. Und weil wir Schweizer alle Aktionäre sind, über unsere Pensionskassen und über unsere Altersvorsorge, hilft das uns allen sehr gut. Das ist nicht etwas von mir, das hat John Maynard Keynes, der vermutlich berühmteste Ökonom der letzten 2000 Jahre, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erkannt. Und im Zuge seiner Erkenntnis, dass es eben eine gerechte Verteilung des Einkommens braucht, damit wir überhaupt genug Wachstum generieren können in einer Volkswirtschaft, wurden verschiedenste soziale Errungenschaften eingeführt, die dazu führten, dass es auch den weniger gut gestellten Menschen in unserer Gesellschaft gut geht. Und das Resultat ist ein beispielloser Erfolg der westlichen sozialen Marktwirtschaften, inklusive USA, die auch viele solche Vorkehrungen eingeführt hat. Warum haben wir das vergessen? Warum haben wir vergessen, dass es auch Nachfrage von ärmeren Schichten braucht? Ganz einfach, weil unsere Zentralbanken übermütig geworden sind. Sie haben in den letzten 20 Jahren das Gefühl gekriegt, dass sie mit Geld drucken, Wachstum generieren können. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht geht, denn das Geld wird einfach gespart. Wenn aber das Geld einem Armen gegeben wird, dann wird es ausgegeben. Das weiß jeder Familienvater. Wenn ich meinem Sohn nicht 5 Franken Schulgeld gebe für seine erste Klasse, sondern 10 Franken, dann wird er für 10 Franken Spielsachen kaufen und nicht für 5 Franken. Der Konsum wird sich erhöhen, während ich selbst, ich habe ja genug Geld, sehr wahrscheinlich meinen Konsum nicht um 5 Franken einschränke. Eine ganz einfache Sache. Und dass das funktioniert, das weiß man, insbesondere seit es in Japan seit 20 Jahren versucht wird, mit Geldpolitik Wachstum zu generieren, was nicht funktioniert. Wir haben also eine super Chance, hier in der Schweiz über ein bedingungsloses Grundeinkommen abzustimmen, und wenn das kommt, dann werden wir als Aktionäre profitieren. Und wer profitiert am meisten? Ja, natürlich die Schweizer Aktien. Die Schweizer Unternehmen, die hier in der Schweiz Produkte und Dienstleistungen anbieten, die von der breiten Bevölkerung gekauft werden. Was ist das? Wer ist das nun? Na, das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist Coop und Migros, selbstverständlich. Nur leider kann man dort nicht Aktionär werden. Man könnte auch in Swisscom investieren, eine andere Möglichkeit. Das ist auch ein Unternehmen mit sehr vielen Kunden in allen Bevölkerungsschichten. Aber auch das reizt mich nicht so, sondern mich reizt ein anderes Unternehmen mehr. Das Unternehmen heißt Valora. Sie betreiben Kioske und auch Brezelstände, die, kann ich mir gut vorstellen, attraktiver sind als die Suppenküche, die heute von armen Menschen besucht werden müssen. Ich könnte mir vorstellen, Valora wird profitieren, und deshalb schaue ich mir mal an, ob ich diese Valora-Aktie kaufen kann oder kaufen möchte. Das habe ich hier gemacht. Ich habe bei Obermatt geschaut, was sind denn die Ränge der Valora-Aktie. Ich sehe einen kombinierten Rang von 80, Value von 68, Wachstum von 70, Sicherheit von 55. Das ist für mich bereits gut genug. Da muss ich sagen, also die Finanzen der Valora muss ich nicht mehr anschauen. Schauen wir doch mal das Unternehmen selbst an. Das hier ist die Homepage der Valora. Und was ich sehe, gerade sind die Resultate herausgekommen und sie haben die Erwartungen übertroffen. Was auch faszinierend ist, Valora hat Spectacolo, eine Kaffeekette. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn das Einkommen mal sicherer ist, dann gönnt man sich lieber einmal wieder einen guten Kaffee. Gerade die kleinen Dinge sind es doch, die man gern hat. Für mich ist die Sache gelaufen. Ich gehe in mein E-Banking. Ich habe hier schon die Valora-Aktie gesucht. Sie steht hier vor mir. Ich sehe auf der rechten Seite, der Kurs ist bei rund 240 Franken pro Aktie. Ich will 5000 Franken investieren diese Woche, wie immer, denn ich will regelbasiert investieren. 5000 Franken durch 240, nehmen wir 250, das sind rund 40 Aktien. Machen wir hierbei, at market,
habe ich mich geändert. 2020, ja. 20. Zum Glück haben wir noch einen Computer, der mitrechnet. 20 Aktien. Macht 4.760 Franken. Ich bestätige das und habe meine Aktie Valora gekauft. So einfach ist es, denn wir wissen ja, die Profis haben schon sichergestellt, dass die Aktienpreise stimmen. Wir müssen nur noch entscheiden, wo wir dabei sein wollen. Und mit einem Land, das über ein gesichertes Grundeinkommen abstimmt, fühle ich mich sehr wohl. Hier will ich investiert sein. Sie entscheiden selbst, wo Sie investiert sind. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ich hoffe, dass die Mehrheit, die wachsende Mehrheit, realisieren wird, dass diese Zusammenhänge so bestehen und das Grundeinkommen uns allen sehr helfen wird. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.